Willkommen auf meinem Kanal, Freunde, Fatih10R. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir machen weiter mit, und zwar, Community-Fahrzeuge. Community-Fahrzeuge nennt sich unser Format, denn die Community schickt mir Fahrzeuge und wir reagieren auf eure Fahrzeuge. Erstmal vielen lieben Dank an jeden Einzelnen draußen für die Fahrzeuge. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir direkt an mit dem ersten Kfz. Und weiter geht es jetzt mit dem lieben Burhan. Ihr werdet jetzt die Bilder vom Kfz sehen. Ein paar Daten nun zu seinem Schmuckstück. Ist ein Golf 4 R32 aus dem Baujahr 2003. Ist ein 3,2 Liter VR6 24V. Die Farbe nennt sich Black Magic Pearl Effect. Getriebe 6-Gang Schaltgetriebe feiere ich. Leistung 241 PS und denkt dran, R32 ist ein Allrad. Produziert wurde der R32 12.000 Mal hat er reingeschrieben und 7.000 Mal in Europa. Und 5.000 in den USA. Also insgesamt 12.000 Stück wurden produziert, 7.000 Stück für Europa und 5.000 Stück für den USA-Markt. So, geplant war von VW eigentlich 6.000 Stück, aber da die Nachfrage so groß war, wurden nochmal 6.000 Stück mehr gebaut. Das ist aber gute Information. Vielen lieben Dank. So, es reicht jetzt. So, er hat jetzt noch reingeschrieben, Ende 2003, Anfang 2004. Meiner ist sozusagen die letzte Baureihe mit Vollausstattung, Original Navi und Schieberdach und Vollleder in Schwarz. Soweit ich weiß, wenn du die drei Sachen in dem Kfz hast, ist es schon wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Er hat ein paar Sachen verändert. KW V2 hat er reingeballert. Gewindefahrwerk natürlich. Und SSC Spurplatten hinten. 15 mm pro Seite. Und jetzt die Bilder vom Kfz. Ich muss die Bilder sehen. Die Bilder muss ich erst sehen. Und danach geht's weiter. Wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ich liebe diesen Sound von dem R32. Der beste Sound von dem VW, was die jemals gebaut haben. Bin ich ehrlich. Er hat noch reingeschrieben, Scheiben 80% getönt. Eine Abgasanlage derzeit originale. Vielleicht könnten wir ein Video einblenden, wenn es geht. Ihr habt das Video jetzt gesehen. Abgasanlage ist derzeit eine originale, kommt aber Ende August eine 3 Zoll von Turbo Concepts Firebirds V2 Anlage. Derzeit in Produktion hat er reingeschrieben. Boah, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall, lieber Burhan. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, Burhan, für das schöne Kfz. Vielleicht sieht man sich ja und wir werden das Kfz auf unserem Kanal nochmal präsentieren. Und zwar Golf 4 R32, wie ich zurzeit sehr, sehr selten. Könnte ich mir auf jeden Fall bei Zeig mir dein Auto vorstellen. Und den RS6 von vorhin würde ich auch gerne sehen wollen. Die beiden Fahrzeuge. Hammerhart. Man könnte natürlich auch noch einen RS6 und einen RS7 Vergleich machen. Und zusätzlich noch einen RS7 auf Zeig mir dein Auto vorstellen. Weil RS7 habe ich auch noch für euch. Immer Step by Step. So. Weiter geht's jetzt. Es geht jetzt weiter mit BMW E36 Owner. Was hat der uns zugeschickt? Er hat uns ein E36 zugeschickt. Oh, jetzt haben wir einmal ein Vorherbild und ein Nachherbild. Vorher komplett Standard, ohne M-Paket, ohne Seitenschweller, nichts, komplett nackig. Und auf ein zweites Bild, vorne hat eine M-Paket-Stoßstange draufgeklatscht. Kennzeichen steht jetzt BMW 328i. Soweit ich sehen kann, hat der hier Schweller verbaut. Und wir haben keine anderen Bilder vom Kfz. Ich guck mal. Hinten hat der, würde ich schon sagen, eine M-Paket-Stoßstange. Aber was ich bei dem Kfz noch ändern würde, sind auf jeden Fall, ich würde andere Felgen draufklatschen und tiefer lehnen. Und eventuell die orangenen Blinker weglassen. Und ich habe noch was entdeckt, Chromnieren. Ich würde Chrom auf jeden Fall draufballern. Ansonsten super Kfz, behalten wir auf jeden Fall. Weil E36 zu finden, Cabrio zurzeit wirklich, meine persönliche Meinung, ne? Schwierig. Schwierig, schwierig, Freunde. So, weiter geht es jetzt mit dem Yannick Thomas. Was hat der liebe Thomas hier reingeschrieben? Haben wir Daten? Ja, wir haben viele Daten vom Kfz. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Daten zugeschickt bekommen. So, es ist ein E36 320 Cabrio Arctis Silber. Es ist ein Lieblingsauto mit vollständiger Historie. 120.000 gelaufen.
jede Richtung, jeder Service bei BMW durchgeführt. Ist ein 97er Baujahr. M52 B20 mit 150 PS. Der hat das Fahrzeug aus zweiter Hand gekauft. Steht in der Garage, winterbeheizt. Wirklich ein Liebhaberfahrzeug, kann ich dazu sagen. An Ausstattung geht voll in Ordnung, geht voll klar. Wir haben hier auch Sportsitze verbaut. Vollleder, Arktis Silber. Das Fahrzeug steht jetzt komplett im originalen Zustand. Ihr werdet jetzt natürlich die Bilder sehen. Aber falls du das Fahrzeug auch behalten würdest, solltest, ihr könnt jetzt reinschreiben, ist ein 6-Zylinder-Fahrzeug. Ich würde dann der Optik jetzt nichts verändern. Ich würde den so lassen, wie er ist. Ihr habt recht. Ich würde auf dieses Kfz zu 100% mit M-Paket ausstatten. Die Front-, Seitenschweller, die Leisten und die Heckstoßstange. Das Fahrzeug wird ja dadurch nicht als eine Bastelbude. Du verbaust ja Teile vom BMW Original. Und es sieht meiner Meinung nach auch natürlich sportlicher aus. Und glaub mir, wenn du jetzt für das Kfz 8 bis 10.000 kriegen solltest, würde ich sagen, mit Felgen, mit M-Paket, boah, 10 bis 12.000. Es ist ein 320, aber mit kompletten Historie. Der hat eigentlich 120.000 gelaufen, Freunde. Das ist wirklich eine Ansage, ist Hammer. Woher kann sich immer so ein Kfz finden, ne? Liebhaberstück, Sammlerstück. Also was ich machen würde, auf jeden Fall M-Paket, andere Felgen. Aber wenn ihr wollt, wegen der Historie, so lassen, nichts verändern. 10 Jahre später, verkaufen. Die Fahrzeuge, wisst ihr, die werden von Stunde zu Stunde teurer. Was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall vielen lieben Dank für das Kfz. Weiter geht es mit Elias Omeirat. Grüße gehen raus an Recklinghausen. Wir haben hier einen Porsche Panamera Turbo. Das Fahrzeug hat ab Werk 500 PS. Das Fahrzeug steht auf 22 Zoll Felgen, ist ein 4,8 Liter V8. Haltet euch jetzt gut fest, das Fahrzeug hat zurzeit 600 PS. Porsche Panamera Turbo. Ah. Porsche Panamera Turbo mit 600 PS. Tiefe oder hohe Achter? Würde ich jetzt tippen auf 100 auf 200. An diesem Kfz würde ich meine persönliche Meinung jetzt nichts verändern. Ich würde ihn so lassen. Vielleicht hinten am Kofferraum würde ich Turbo draufklatschen, Turbo-Schriftzug. Aber ansonsten nichts. Sehr, sehr schönes Auto, gefällt mir. Wären die Panamera Turbos nicht so teuer, könnte ich mir eigentlich einen Daily Panamera Turbo vorstellen. Aber die sind etwas hoch angesetzt. Deswegen geht es nicht und es wird nicht funktionieren. Weiter geht es jetzt mit Mustafa. Musti, vielen lieben Dank für das Kfz. Wir haben ja einen E46 325 Benziner Handschalter. Er hat 143.000 gelaufen, alles original bis auf die Tieferlegung. An der Optik eventuell Scheintöne und eventuell Facelift LED Rückleuchten. M3 Optik, was sagst du? Scheintöne, Facelift Rückleuchten. Zu 100% ja, würde ich machen. Würde ich zu 100% machen. Boah, das Fahrzeug gefällt mir. Das Fahrzeug gefällt mir wirklich. Vollleder schwarz, außen schwarz, schwarz, schwarz. Feier ich. Ich würde an dem Kfz jetzt nichts verändern. Er hat sogar auch die Original M3 Alufelgen 18 Zoll. Styling 67. Songlana, ihr wisst Bescheid. So, ich würde an diesem Kfz nichts verändern. Scheintönen bin ich dabei. Facelift Rückleuchten draufklatschen. Ansonsten, das war's. Und 325 macht Spaß auf jeden Fall. Generell, E46 ist zeitlos. E46 M3. Boah. Feier ich. Übrigens, ihr wisst ja, was ich vorhabe, M-Generation-Vergleich, alle vier Fahrzeuge auf der Autobahn. Falls jemand da draußen einen E46 M3 hat und der in der Nähe ist, melde dich bitte bei mir, lass uns das Video drehen. E36 M3, E46 M3, E92 M3 und ein F82 M4. Die vier Fahrzeuge will ich unbedingt auf der Autobahn mal sehen. Falls jemand da draußen auch einen E30 M3 haben sollte, kann er sich gerne natürlich bei mir melden, denn sowas gab es, glaube ich, noch nie, würde ich schon dazu sagen. Es gibt Vergleiche, aber die Fahrzeuge stehen nur rum. Also ich möchte wirklich alle vier, fünf Fahrzeuge auf der Autobahn gleichzeitig filmen. Ja, nicht erst dieses Kfz, dann das Kfz. Alle vier, fünf Fahrzeuge, alle vier, fünf M-Modelle schön auf der Autobahn filmen. Das möchte ich wirklich mal machen.
Haben wir noch ein anderes Kfz zugeschickt bekommen? Nein, das sind jetzt die Soundvideos von den Fahrzeugen. Die habt ihr schon gehört, gesehen. Ich würde sagen, wenn du das nächste Mal dabei sein möchtest, Fatih CNR, melde dich auf Instagram oder per Mail. Schick mir dein Kfz. Ein paar schöne Bilder. Bitte, Freunde, schickt mir Daten. Daten, Daten, Daten. Es ist immer besser. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, gib jetzt einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal Fatih CNR und sehen uns zum nächsten Mal.